Sportfreunde siegen. Heute konnte man sie erstmals im Fanshop kaufen. Es wurde und wird überhaupt hart gearbeitet im Siegerland für das Abenteuer Zweite Liga. Die Osttribüne wurde erneuert, der Medienraum neu gestaltet. Alles ist hergerichtet für das erste Zweitliga-Heimspiel in der 106-jährigen Vereinsgeschichte. Deutlich jünger, nämlich erst gerade mal 27 Jahre alt, ist Schiedsrichter Stefan Schempershauwe von Germania Wolfenbüttel. Auch er feiert heute seine Premiere im Profifußball. Die Gastgeber in Rot-Weiß mit drei Umstellungen nach der Auftaktniederlage in Karlsruhe. Vor allem die Abwehr erwies sich ja da als nicht sattelfest. Noch keine zwei Minuten gespielt und es ging schon wieder los. Ndjai und Masic, der Torwart, riskiert hier Kopf und Kragen gegen den Hachinger Stürmer. Sein Abschlag bringt aber auch gleich die Gästedefensive in arge Verlegenheit. Das ist Bettenstedt. Und dann kommt Spitzhack herangerauscht und Philipp Herwagen. Die Verteidiger von Unterhaching stehen hier trotz aller Routine nicht gut bei diesem Angriff von Siegen. Aber es wurde auch schnell klar, Siegen war heute deutlich selbstbewusster als noch am letzten Wochenende. Jan Kocian hatte sein Team unter der Woche mit vielen, vielen Gesprächen auf diese Heimpremiere heute eingestellt. Das Spiel allerdings plätscherte die ersten 15 Minuten so dahin. Unterhaching die technisch etwas bessere Mannschaft, ohne wirklich gefährlich zu sein. Heide Deutinger hatte eine Veränderung zur Vorwoche vorgenommen. Stürmer Maric blieb draußen, dafür spielte Taucha von Beginn an. Also eine etwas defensivere Variante. Einwurf Unterhaching und Ndjai mit dieser Möglichkeit. Die Siegener Abwehr wieder mal etwas unkonzentriert und zu weit weg vom Mann. Nach einem Einwurf sollte so eine Chance nicht entstehen dürfen. Nur 30 Sekunden später, Standardsituation auf der anderen Seite. Es gibt Freistoß für Siegen, getreten von Lintjens. Und Döring steigt hoch, Philipp Herwagen. Beide Teams Mitte der ersten Hälfte gleichwertig, allerdings auf einem insgesamt schwachen Niveau. Siegen war bemüht, tat sich aber schwer gegen die gut stehende Gästeabwehr. Und Unterhaching wartete geduldig auf Fehler des Aufsteigers, um dann zu kontern. Das ist ja auch das Konzept von Deutinger, der ausschließlich schnelle Leute geholt hat, wie zum Beispiel Babacar Ndjai. Ndjai, immer noch Ndjai und Glück für Siegen, 24 Minuten gespielt. Hat der Mann einen Antritt nur vor dem Tor? Da verliert der Senegalese regelmäßig die Nerven. Er wolle nicht mehr zurückschauen, hat Harry Deutinger gesagt. Aber bei solchen Chancen, ob er da nicht vielleicht doch ein bisschen an Francisco Copado denkt. 7.800 Zuschauer waren ins Siegener Leimbach-Stadion gekommen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und die erhöhten jetzt nach einer halben Stunde das Tempo. Spitzer. Miroslav Spitzer, Kehrwagen. Die beste Siegener Chance bislang durch den schnellen Miroslav Spitzer, der ja vom MSV Duisburg gekommen war. Der Pass von Marco Stark und Spitzer hat erstaunlich viel Platz. Dabei müsste Unterhaching ihn doch bestens kennen. Schließlich spielte Spitzer 2 Jahre für die Spielvereinigung. Weiter Siege mit Lintjens. Haching geriet jetzt immer mehr unter Druck, weil die Sportfreunde früher die Zweikämpfe suchten. Schnell wurde der Ball erobert, aber im Spielaufbau blieben die Gastgeber einfallslos. Meist ging es überhastet nach vorne. Bogusch, eher zufällig, kommt der Ball hier zu Lintjens. Na und? Der Neuzugang aus Essen hält einfach mal drauf und trifft. Siegen führt nach 35 Minuten mit 1:0. Es war erst das zweite Profitor für Lintjens überhaupt und das erste für Siegen in der zweiten Liga. Und Lintjens trifft, ohne noch mal zu schauen, wo das Tor überhaupt steht. Ein glücklicher Treffer, auch noch begünstigt ein wenig von Herwagen, der vielleicht etwas weit vor der Kiste steht. Mit diesem 1:0 ging es dann auch in die Pause. 3 Punkte schienen für Siegens Trainer Jan Kocian jetzt in greifbarer Nähe. Unter der Woche hatte er ja schon einen Punkt geholt, allerdings bei der Polizei, weil er während der Fahrt telefoniert hatte. Und die Punkte zählen in der zweiten Liga ja schließlich nicht. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine, allerdings musste Haching jetzt mehr tun. Siegen konnte sich aufs Kontern verlegen. Lintjens Zweikampfsieger und dann Spitzer. Der ist auch schnell und wie schnell der ist. Stresser kann ihn noch nicht mal mehr mit den Händen halten. Spitzer, immer noch Spitzer, behält die Übersicht und Bettenstedt die Nerven. Das 2:0, 4 Minuten nur nach Wiederanpfiff. Torschütze Till
Bettenstedt. Aber 49,9% des Tores gehören Miroslav Spitzak. Was für ein Lauf über das halbe Feld. Spitzak ist mit Ball schneller als die Gästespieler ohne. Und dann noch dieser feine Pass in die Mitte. Bitte schön zum Genießen, Miroslav Spitzak. Und wer von den Zuschauern zu Hause hat jetzt nicht gedacht, so einen Ball hätte ich am Ende auch noch reingedrückt. Und der Haching musste jetzt noch mehr aufmachen. Ein schneller Anschlusstreffer musste her. Und da ist die Chance. Aygün! Aus 8 Metern hat er hier die große, große Möglichkeit, sein Team wieder zurückzubringen in diese Partie. Siegens Abwehr einmal mehr nachlässig. Und Aygün ist völlig frei, kurz vor dem Tor. Deutinger reagierte, brachte jetzt endlich Mario Maric. Für ihn musste Aygün vom Platz, der gerade ja noch so unglücklich neben das Tor schoss. Aber Siegen spielte jetzt wie aufgedreht. Das ist Dosek und da kommt Bettenstedt. Einen Tick zu spät, aber immerhin, es gibt Eckball für die Gastgeber. Lintjens ist der Mann für diese Situation. Lintjens. Dann kommt der Ball nochmal zurück zum Neuzugang aus Essen. Der hält einfach drauf. Herwagel, Bogusch. Das 3:0 nach 55 Minuten. Und natürlich geht auch dieses Tor auf die Kappe von Philipp Herwagen, der den Ball nicht festhalten kann. Aber es war auch gut gemacht von Lintjens. Mal nicht butterweich und hoch hereingespielt, sondern flach, knallhart. Der aufgerückte Daniel Bogusch hat dann wenig Mühe beim 3:0. Das war jetzt eine deutliche Führung. Vielleicht zu diesem Zeitpunkt ein Tor zu hoch. Denn Unterhaching hatte durchaus passabel mitgespielt. Woran es aber fehlte, wird bei diesem Angriff deutlich. Bis zum 16 Meter wurde gut gespielt. Und dann Njai. Man konnte fast Mitleid haben. Vor dem Tor hatten die Gäste aus Unterhaching einfach nicht das Glück, das Siegen an diesem Tag offensichtlich hatte. Freistoß. Heikel. Ball geht an den Pfosten, Bettenstedt und das ist das. 4:0, 81 Minuten gespielt. Schauen Sie hin, alle in Rot-Weiß haben gut lachen und wieder war Herwagen im Mittelpunkt des Geschehens. Der Keeper glaubt, der Ball geht vorbei, aber Glauben ist Religionssache und hat auf dem Platz nichts zu suchen. Gut 30 Meter die Entfernung zum Tor. Glück für Siegen und Bettenstedt erweist sich als geschickter Abstauber. Schon 9 Minuten vor Schluss machte jetzt das Siegerland seinem Namen alle Ehre. Was für eine Euphorie beim Aufsteiger. Die letzte Aktion hatten nochmal die Gäste aus Unterhaching. Das ist Njai. Dann der Versuch aus der Distanz, aber es blieb dabei. Unterhaching war heute zu harmlos. 4:0 gewinnt Siegen. Es war Schluss. Kompliment an Schiedsrichter Schempershaube, der eine tadellose Partie bei diesem Debüt lieferte. Auch sein Heimdebüt, das von Jan Kocian, war ein voller Erfolg. Und mit Siegenstrainer sprach nach dem Spiel Uwe Bornemeier. Herr Kocian, klären Sie uns doch mal auf, wie viele Punkte haben Sie denn eigentlich geholt in dieser Woche? Ja, gute Frage, aber die heute geholt haben, die freuen mich natürlich da riesig, weil den einen Punkt, den ich nach Flensburg zugeschrieben bekommen habe, dann mit dem kann man ihn noch leben. Aber ohne diese 3 Punkte hier im heutigen Spiel wäre das natürlich schwieriger. Aber ich denke, dass ich mit 3 oder auch mit 4 Punkten leben kann. Also Sie sind mehr so ein Abstauber, habe ich das richtig gesehen heute? Abstauber klingt so negativ. Sicherlich bin ich gern im 16er und die Tore werden im 16er gemacht und es hat geklappt heute. Das Los eines Torhüters, das ist ganz einfach. Das ist unerklärlich irgendwie, weil einfach am Anfang lief es eigentlich relativ gut so und auch jetzt mit dem Gegentor haben wir es noch ein bisschen aufgerappelt. Haben wir das zweite bekommen, haben trotzdem noch alles gegeben so, ja, und da fahren halt Scheißkisten einfach. Und ich habe vorhin schon gesagt, also ich kann nur einen Kollegen zitieren, wenn es scheiße läuft,
läuft einfach scheiße. Und heute war so ein Tag einfach. Ja, da sieht man natürlich, dass Philipp Herwagen unter Andy Brehme schon mal trainiert hat. Der Ausspruch kommt nämlich von ihm und er war ein bisschen anders. Das war in etwa so, hast du Scheiße an den Hacken, hast du Scheiße an den Hacken. Das trifft aber auf jeden Fall nicht auf die Aufsteiger zu. Mein lieber Freund, drittes Spiel, dritter Sieg.